Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosakte Fallout 4, hier mit der Maya Müller am Start und das im Land der Raketen, hör mal, in der Nuka World, im Dry Rock Glut. Und wir sind hier unterwegs, um hier Standby and Trace. Nee, wir wollen nicht Stand Brian, wir wollen hier einfach rein. Warum wollen wir rein? Weil wir das können. Da haben wir es. Enter here. Ja. Jetzt gehen wir in die Mine und besorgen uns Kohle, Eisen, Diamanten und Redstone. Ja, kaum kommt man hier rein, wird man von einem Wurm begrüßt. Hallo Würmchen. Ja, da liegt er. Ja, da kommt der nächste Wurm an. The next Wurm. Oh, und der verblutet. Ja, den hat's auch gerissen. Hallo Würmchen. Hat er Pech gehabt? So, 37 Mattress. Ist auf der anderen Seite festgekettet. Das heißt also, wir haben einmal einen Roundgang. Ein Roundgang. Der geht einmal so round. Das ist da nicht so round. Das ist so round. Howdy, Partnerin. Western Animatronic. Outfit Name, nee. Die Hosen, ja, habe ich zum Beispiel auch nie verstanden. Das ist das Schnellficker-Hose. Ja, wenn man da drunter keine andere trägt, dann kann man richtig gleich gemütlich loslegen. Ja, ja. So viel dazu. Oh, das ist der Mine. Also mit Minen kenne ich mich ganz gut aus. Hallöchen, ey. Wir haben da eine schöne Pickhacke. Kann ich die bitte mal haben? Matt Morgans Mitarbeiterschlüssel. Nehmen wir mal mit. So, das ist alles ganz gut. Ja, den Rest kannst du behalten. Den brauche ich nicht. Was hat der hier? Ah, eine Pappkarte. Ah. Ich will mir das erstmal hier unten anschauen. Employments only. Entsperren. Psycho-Buffout. Entsperren. Was haben wir hier? Patron, Patron, Patron. Ich werde den Dialekt ja nicht mehr los, ja. Es ist ein ganz schlimmer Dialekt. Man darf ja nicht mehr mit anfangen. Wenn man da einmal mit angefangen hat, ey, dann ist ja der Fotodialekt. Ja. Ist ja eine Katastrophe. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Eine typische Looterei. Das hat sich nie geändert in der Fallout. Aber das ist ja auch ganz okay so. Aha, hier sind zwei Schlafplätze. Schlaf. Der Schlaf der Gerechten. Metal-Eimer. What? Bam, AE. Und ein nächster, bitte. Da geht doch. Okay. Da ist noch ein Wurm. Ein Wurm. Der meinen Namen trägt. Ja, das ist der Maya Wurm. Er spielt der Propeller. Seltsames Tierchen. Okay, den haben wir auch. Gut, hier unten ist nichts von Interesse gewesen, war? Nö. Das war so, okay. Gehen wir mal weiter. Oh, ah. Um mal wieder Lens of Lore so ein bisschen zu hypen. Wo geht das da lang? Ja, werden wir noch entdecken. Aber da kommen wir eh automatisch lang, kann das ja auch sein. So wie sie es darstellt, geht es gleich dort lang oder so. Schauen wir uns mal hier um. Das ist schön. Ich kann einfach hier über die Absperrung springen. Da ist ein Wurm. Da ist ein Wurm. So. Eine Königin. Eine Wurmkönigin. Ey, hallo, geht's dir noch gut hier? So, erstattet den Sheriff Bericht. Ja, könnte ich machen, aber ich will noch mal weiter gucken hier. Wir haben das hier noch nicht ganz durch.
Bam. Hä? So im Nahbereich und ich geballer vorbei. So. Jetzt aber. Manchmal fühle ich mich von dem Spiel so ein bisschen, ist grün. Warum ist die grün, die Larve? Jetzt ist sie rot. Okay. Die hatte mich wohl noch nicht so entdeckt oder so. Die war noch zu jung, die wusste noch nicht, was Sache ist. Hat sich gedacht, ach ja, ist schon in Ordnung. Dingeln wir mal hier lang. Hier war doch irgendwo eine Kiste. Ich wollte doch sagen, hier war doch irgendwo eine Kiste. Wow. Machen wir ja erstmal. Level 88 erreicht. Mit 88 Leveln, da macht das Spiel richtig Spaß. Mit 88 Leveln, da knackt das hier so rum. Mit 88 Leveln, da weiß ich noch nicht genau, was ich heute noch skillen soll. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde in diesem Let's Play, also jetzt aktuell, noch nicht skillen. Das werde ich dann mal offline überlegen, was ich da noch skille. Und ich bin ja auch noch am Überlegen. Ich denke mal, das wäre ganz nett, dass ich wirklich mal alles skille. Also alles auch hochspiele. Mal gucken, wie lange ich dabei Spaß habe. Weil, so einmal so, offscreen war auch ganz lustig zu spielen. Sozusagen ganz ohne euch. War auch mal ganz nett. Ist auch mal ein anderes Spielerlebnis, weil dann konnte ich mir auch die ganze andere Musik anhören, die ich ja sozusagen, wenn ich aufnehme, ja, YouTube ist immer so labitsch, wo man so schön sagt, wie eine GEMA, wobei YouTube ja dafür nichts kann. Das bringt mich immer wieder auf das gleiche Konzept, dass man, so, jetzt machen wir die aber auch noch auf, dass man ja wirklich mal so eine allgemeine Kulturabgabe machen könnte. Dass das EOL ist und dann wird halt mittels Erhebung eben ausgezahlt an den Künstler. Beziehungsweise die immer das, was zuerst damit geschaffen haben. Das lässt sich ja heutzutage alles digital verfolgen. Das ist ja nicht ein Problem. YouTube erkennt ja auch ganz automatisch, was für Musik man sozusagen verwendet hat. Ja? Das ist ja der Witz dabei. Das wird ja alles automatisch erkannt. Ja? Aha, hier ist wirklich dann hier der Weg, wo es runter geht, okay. Aber wie gesagt, das erkennt ja YouTube alles. Also man kann nicht sagen, man könnte das nicht nachverfolgen. Und dann sollten wir das so machen, dass man, wie gesagt, eine allgemeine Kulturabgabe hat. Wo dann alles abgedeckt ist. Da sind Musiken, Videos, eben alles, was man so als Kultur sozusagen konsumiert oder verwendet oder sonst wie. Und dann wird eben sozusagen durch die Konsumierungsmenge an den jeweiligen dann halt immer ausgezahlt. Ja? So. Klingt kompliziert, das ist aber dank der Datenverfolgung, was heutzutage überall gang und gäbe ist, ist das alles sehr automatisierbar realisierbar. Und das wird halt noch, denke ich mal, ewig lange dauern, bis sowas durchgesetzt wird. Aus dem einfachen Grunde, die GEMA, da sind halt ein paar Leutchen, ja? Die dann halt sich da natürlich auch mit richtig Geld ranziehen. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. So, schauen wir mal, was hier ist. Den hat's erwischt. Sams Aufzeichnung. Wollen wir uns mal das mal anschauen? Sams. Das ist unten bei S. Boah, mittlerweile ist das echt viel hier. Sams Aufzeichnung. Bitte lass es eine Audio... Nein, es ist ein Text. Blutwürmer, ich hätte wissen müssen, dass sie hier unten nisten. Haben sie durch die Erde gegraben und uns angegriffen. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Die werden mich nie kriegen. Weder Wurm noch Raider. Ich werde abtreten, wie ich es will. Mein Name war Sam Teller. Ich leitete Karawanen und machte in... Nuka wurde jahrelang gute, ehrliche Geschäfte. Ich kämpfte gegen die Raider. Ich führte die Unterschlüpfe an. Ich war Mutter, Ehefrau, Schwester und Tochter. Sei verdammt dafür, dass du mir das alles weggenommen hast. Ja. Okay. Hm.
Ja, den lassen wir auch angekleidet. Wir ruppen hier nicht alles unnötig raus. Da kämen wir im Prinzip auch nochmal lang. Ja, Blutpaket. So, jetzt gehen wir mal hier unten lang. Ah, da sehen wir das. Aha. Ricks Aufzeichnung. Rick hat auch noch was zu melden. Na, wollen wir mal nachschauen. KLMNOPQR, das ist weiter oben. Ricks Auszeichnung. Eine Nase juckt. Da sind sie. Wir wurden in die Mine zurückgedrängt. Keine Ahnung, wie lange wir durchhalten können. Ich höre immer wieder Geräusche. Irgendein Beben. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Möge Gott uns beistehen. Ah. Möge er oder möge er nicht? Er hat aber eher wohl nicht. Gibt nämlich keinen J. Ist ja immer so der Irrglaube der Menschen. Ja, immer diese omnipotenten Hyperwesen. Ja. Wenn man danach geht, bin ich auch ein Gott. Ich habe auch schon Welten erschaffen. Und das in mehrfacher Hinsicht. Danke. Ja, ich weiß, wir kommen da durch. Ich will erst mal gucken hier. Vorkriegskohle. Kronkorken. Schrotpatronen. Was haben wir hier? Eine Haarklammer, Burks. Einen Kristalldekanter. Hübsches Ding. Tür öffnen. Hallo, wait, say. Notizen. Employments must wash hands before returning to work. Das Schild sollte man hier und da definitiv öfters andrehen. Das war das Falsche. Ich wollte das hier haben. Oh, ja. Fusion Kern. Disch und Disch, danke sehr. Das war ein Fusion Kern. Das machen wir nicht extra aufhaken. Plasmakanone. Kugeln. Patrone. Das auch nochmal. Glühbirne. Impact. Was hämmern die bei mir hier draußen? Hört man das? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass das Mikro so einigermaßen eingepegelt habe, dass man das Hämmern draußen nicht hört. Das ist ja beim Herrn Gronk ein bisschen anders. Da hört man sehr viele Geräusche. Er sollte sein Mikro ein bisschen anders einpegeln. Was ist da los? Die hämmern da draußen wie die Verrückten. Merchandising Büromaterial. Was haben wir hier? Oh ja, steht man, ja, die Schließer müssen bis längstens 2 Uhr bleiben. Ja, der Letzte macht die Tür zu. Oh ja. Und auch mehr Aufzeichnungen. Okay. So, im Prinzip haben wir hier alles fertig. Das ist sehr schön. Hallo Nuka World. Wollen wir mal sehen, was uns hier noch erwartet hier. Bis jetzt war das ja relativ wenig in diesem Dry Glotch. Ey Leute, hört doch draußen rumzukleppern, das macht mich hier irre hier. Ich kann mich ja nicht auf meine Let's Play hier und konzentrieren hier, ja? Das große Halloween-Spuktakel von Nuka World. Genau, das Spuktakel. Es sieht so bescheuert aus. Hattest du Spaß in Matt Mulligans Mine? Ja. Rumpfereien mit bösen Banditen? Oh ja. Du hast nicht zu viel versprochen, Sheriff. War lustiger als im Heu rumzutoben. Wunderbar. Teil das bitte auch der Nuka-Cola Corporation mit, wenn du den Umfragebogen per Post erhältst. Hier, nimm ein paar Kronkorken als Souvenir. Mit Empfehlung des Nuka-Cola-Hausmeisterdienstes. Du ja. Und deine Freunde, ihr seid in Dry Rock Gulch jederzeit willkommen. Nice. So, wir können das hier einer Bande zuweisen. Weil hier so viele Würmer waren, wie gesagt, werden wir das hier den Wilden zuordnen. Den Wilden, Wild Side of Life. Ist ein kleines Örtchen eigentlich nur. Das ging jetzt recht fix hier.
muss ich mal sagen. Das ging hier wirklich recht fix, ne? Irgendwo müssen wir along gehen. Genau, eine Nuka-Cola White aufs Harris. Da ist es. So, ihr Wilden. Oh, was haben wir denn da noch? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nuda Extreme Bizeps. Ja, nehmen wir mal der Victory mit oder Patrone. Einmal Stuhl. Okay. Oh, meine Nase juckt wie die verrückte Hölle heute. Hallo? Ich habe Wurmzeichen gehört. Da kommt der Wurm nach oben. Giftete Blutwurmlarve. Ja, gerissen. Die hat's zerrissen, die arme Larve. Hast du's drauf, einer meiner Deputies zu werden? Komm her und find es heraus. So, da habe ich gesagt, das ist der Rudel. So, der Rudel hat es. So, und der nächste. Damit ist das Gebiet clear. CLR. Wie mir Profis so sagen, es ist CLR. So, der Pro-Gamer. Also, es gibt ja immer so Leute, die sagen mal so: Exos, du bist sofort der Pro-Gamer. Dir darf man solche Spiele nicht geben. Gut. Das war der Wert von der Medaillen. So, jetzt haben wir noch die Abfüllanlage und die geht dann halt zu den Shopping-Leute, also die Kohle-Counter-Leute. Ja, der Wurm ist mir jetzt egal. Das Gebiet ist jetzt abgeschlossen. Also ich fand, das ging jetzt schnell, wa? Also der war, also wenn ich jetzt die anderen Dinger so denke, der war ja teilweise echt übel. Aber der ging jetzt so sehr schnell. Hol die Beute deiner Bande aus dem Safari-Adventure, was? Ziemlich forschen. Keine Ahnung. Guck mal, hier ist so spannende Musik hier gerade. Running Girl. It's Running Girl. Oh, oh, Running Girl. Yeah. Oh, wir sind erschöpft. Hey, da vorne wird der Apfelanlage sein. Eh? Er sieht zumindest dann sehr danach aus. Weil da ganze Flaschen hier sind. Riesenflasche. Ich bin ja echt neugierig. Ich müsste eigentlich wirklich mal Internet recherchieren, ob es die Flaschen so als solches zu kaufen gibt. Das wäre echt geiles Merchandise. Und nun stellt euch mal vor, man hat diese Leuchten, man hat da diese Quantum, Nuka Quantum. Man kann ja mit LED, geht ja heutzutage alles so machen. Stellt sich die so geil in die Ecke. Ist super. So, da haben wir. The Refreshment. Da ist es. World of Refreshment, Quantum. Da steht es sogar direkterweise. So, dann wollen wir mal gucken. Die große Tour weg machen. Machen wir das hier mal an. Säubere den Außenbereich der Nuka-Cola-Abfüllanlage. Säubere den Innenbereich der Nuka-Cola-Abfüllanlage. Also, es ist eine reine Killerei. Das sollten wir doch hinkriegen. Jo. Wo kommen wir denn hier eigentlich nur hin? Nuka-Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Ja. Jetzt mit leckerer Nuka-Cola Quantum. Yeah, Nuka-Cola Quantum, yes. Ah. Da gehen wir mal da rein. Dann gehen wir mal da hinein und wollen wir mal sehen, was wir dort finden. Ja, ich drehe gleich ein bisschen durch. Komfort. Das ist der gesamte Komfort. Ah, komm. Ja, danke. Oh. Oh. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Oh, Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Da kannst du durchschwimmen und saufen. Dann kannst du Holly Zygani. Nuka-Cola-Quantum.
Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Ja, wie oft willst du das sagen, dass wir einen Nuka-Cola-Quantum-Fluss haben, ne? Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch... Nö, das klingt so nicht. Ich hab ein bisschen mehr erhofft. Blaue Leuchte. Ich hab ein bisschen mehr erhofft. Nur drei sollten reichen. Bäm. Und nochmal ein drittes. Bäm. So, der Rest blutet aus. Entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Cola-Welt der Erfrischung führen. So. Was passiert, wenn ich das jetzt trinke? Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. 20 Radioactivities. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2022. Und dann noch dieses tolle Patent. Das Schloss sieht stabil aus. Am Anfang seiner Karriere als Chemiker stand. Bisschen Licht wäre nicht verkehrt. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden, die Konzentration steigern und 120% des empfohlenen Tagesbedarfs an Zucker decken würde. Ja, 120%. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2042, als unser Firmengründer John Bradburton. Aber Ende 2044 hatte Mr. Bradburton endlich Erfolg und Nuka-Cola war... Ja, und Nuka-Dingsbums war die geilste Cola of the world. So, machen wir das hier alles mal sauber. Genau. Sie überflügelte rasch andere, minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Oh, du bist dran. Habe ich gerade entschlossen. Du störst den Nuka-Cola-Vortrag hier. Team von Getränkegenies schufen weitere, neue, aufregende Rezepte. Es dauerte fast 2 Jahre, um die Formel zu perfektionieren. Aber Ende 2044 hatte Mr. Bradburton endlich Erfolg und Nuka-Cola war geboren. Oh. Sie überflügelte rasch andere, minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Das haben wir. Was ist das hier? Ah, das ist die Dark. Yeah. So, der ist auch weg. Ein Team von Getränkegenies schufen weitere, neue, aufregende Rezepte. Nuka Wild. Ah. Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka Cola Victory. Ja, die Victory Cola. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben. Da bitte nicht. Was ist das für Müll? Ich will den hier haben. So, jetzt aber. Warum verfehlt der den? Der braucht einfach eh nur hinhalten. Es gab es regionale Varianten. Etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. So, jetzt aber. Ja. Oh. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben, gibt es die leckere Nuka-Cola Wild. So, und du bist dann auch dran, ne? Nuka-Lurk! Nuka-Lurk! Alle Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Ha! Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben, gibt es die leckere Nuka-Cola White. Geht doch! Instant Kill!
Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Incoming Enemy! Oh, den haben wir auch. Komm, drück ihn nochmal mal drin, du Käferpatrouillistin hier. So. Da hat sie gleich mehrere erwischt. Das ist irgendwie lustig, immer. So. Bang. Die Todbringerin. Maya Müllerin. So, wir schön mal rufziehen. Die wollen sie nicht, okay. Verbessertes Entsperren. Muss die bestimmt hier noch wegmachen. Sonst zählt das nachher nicht. Ihr könnt das auch nehmen, geht schneller, ja. Ich will aber nicht so viel rumschleppen, das ist es. Halten Sie auch die Augen nach unserer neuesten Kreation offen. Schon bald werden erste Lieferungen von Nuka-Cola Quantum in Supermärkten und Restaurants eintreffen. So, du bist dran. Volle Packung. Boah, also der Bereich ist jetzt eigentlich recht easy, muss man sagen. Weil das so schlauchmäßig ist, ne? Halten Sie auch die Augen nach unserer neuesten Kreation offen. Schon bald werden erste Lieferungen von Nuka-Cola Quantum in Supermärkten und Restaurants eintreffen. So, der letzte noch? Ja. Hier im Osten freuten sich die Leute über die erfrischenden Geschmacksrichtungen Nuka-Grape, Nuka-Orange und Nuka-Cherry. Nuka-Cherry. Also sowas gab es ja wirklich schon. Also ohne Nuka. Also wisst schon, was ich meine, was für ein Produkt. Das gab es schon mit Cherry. Ich fand, das hat eher immer nach Marzipan geschmeckt. Was aber nicht schlimm ist, weil ich mag Marzipan. Das ist der Witz dabei. Das hatte nicht nach Kirsche geschmeckt, fand ich. Hier im Osten freuten sich die Leute über die erfrischenden Geschmacksrichtungen. Oh, komm so ein bisschen näher, so. Da musst du meine AP abwarten. So, the next one, please. Ja, hier darf mal die Wasserphysik mal zeigen, was sie kann, ne? Schon bald werden erste Lieferungen von Nuka-Cola Quantum in Supermärkten und Restaurants eintreffen. Ich will den Kronkorken haben, eigentlich. Danke, so. Hier im Osten freuten sich die Leute über die erfrischenden Geschmacksrichtungen Nuka Grape, Nuka Orange. Ich krieg hier nie rein. Oh, nicht das Wasser. Halten Sie auch die Augen nach unserer neuesten Kreation offen. Schon die will ich haben. Danke. Lieferungen von Nuka Cola Quantum in Supermärkten und Restaurants eintreffen. Zack. Geht doch! Orientierung ist alles. Aha. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von mehreren funktionstüchtigen Fabriken, in denen nur... Ich hab das Gefühl, ich muss die kleinen Eier gar nicht machen, sondern hier nur die großen. Der ist nämlich jetzt markiert gewesen, ne, auf dem Boden, ne? Im Mischbereich kombinieren wir einen Hauch von 17 ausgesuchten Fruchtaromen, um den einzigartigen Geschmack von Nuka-Cola zu schaffen. Jo. Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von in der Apfelanlage kommt unser schwarzes Gold in unsere neue. Bam. Geht doch. Danke sehr. So, was erwartet uns da oben? Aha. Hat der Munition für mich? Hat der. So, auch da mal Munition. Kronkorken auf jeden Fall. Also. What? Sie sich zurück und entspannen Sie sich an Ihrem Hügel. Ah. Ich krieg die mit dem Schwert kaputt. Welt der Erfrischung führen. Okay. Ja,
Ja. Ey, Maya Müller, was bist du für eine Kampfmaschine? Nuka-Cola Quantumfluss. Aggressortron wird angegriffen. Ja, wurde. Das ist der Beher. Führe Nahkampfsubroutine aus. What? Schaltet. Wie schnell ging das jetzt? Was war das? Alter Vater. Na toll. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Schauen wir mal, wie weit davon kann kommen. Ciao, ciao. Und bye, bye.